Hey ihr Lieben! Leider können wir nicht alle gemeinsam hier an der Pädagogischen Hochschule Weingarten sein, aber genau deswegen nehmen wir zwei euch jetzt mit. Mein Name ist Nina. Und ich bin Leon. Die Pädagogische Hochschule in Weingarten ist ein Ort der Wissenschaft, umgeben von einer wundervollen Landschaft. Der weitläufige Campus erstreckt sich über mehrere historische Gebäude, gebaut im Barock, und gehörte früher zur Abtei Kloster Weingarten. Das ist der Schlossbau der Pädagogischen Hochschule Weingarten. Unter anderem werdet ihr hier viele Vorlesungen und Veranstaltungen haben. Ebenfalls befindet sich hier die Verwaltung und das Rektorat. Nun möchte unsere Rektorin, Frau Professorin Dr. Karin Schweizer, ein paar Begrüßungsworte an euch richten. Liebe Studierende, ich freue mich sehr, dass Sie die Pädagogische Hochschule Weingarten als Ihren Studienort gewählt haben und heiße Sie ganz herzlich an unserer Hochschule willkommen. In dieser außergewöhnlichen Zeit ist es mir leider nicht möglich, Sie alle persönlich bei uns an der Hochschule zu begrüßen. Es ist mir aber eine Freude, mich bereits zum zweiten Mal per Videobotschaft an unsere neuen Studierenden, nämlich Sie, zu wenden und Ihnen einige Worte für Ihr Studium mitzugeben. Gemeinsam starten wir in dieser Woche in das zweite Semester, das nicht in den üblichen Präsenzformaten durchgeführt werden kann. Wir haben inzwischen vielfältige digitale Angebote entwickelt, um Ihnen ein spannendes und attraktives Semester zu bieten. Aber gerade für Sie, die neu an unsere Hochschule kommen, werden wir so umfangreich wie möglich Präsenzlehre anbieten. Aktuell sind wir alle, auch Sie als Studierende, gefordert, innovative Lösungen zu finden, um Ihr Studium erfolgreich zu gestalten. Ich freue mich darauf, mit Ihnen gemeinsam diese Aufgabe anzugehen. Die Pädagogische Hochschule Weingarten liegt mit ihren Gebäuden neben der wundervollen Basilika auf dem Martinsberg. Wenn wir die Treppen hinabsteigen, sind wir schon mitten im Herzen der Stadt Weingarten. Wir wollen mal hören, was der Oberbürgermeister der Stadt Weingarten, Markus Ewald, euch sagen möchte. Besondere Zeiten erfordern leider auch besondere Maßnahmen. Leider kann ich Sie heute nur mittels Videobotschaft bei uns hier in Weingarten willkommen heißen. Ich denke, Sie sind gespannt und voller Erwartung, was Sie in Ihrem Studium erleben werden. Doch der neue Lebensabschnitt hier in Weingarten hält neben Vorlesungen, Seminaren, Praktika und Exkursionen natürlich noch anderes für Sie bereit. Weingarten ist mit über 8000 Studierenden eine Hochschulstadt. Das wissen Sie, wenn Sie aus der Region kommen, und das werden Sie auch ganz schnell erleben, wenn Sie hier einige Wochen gelebt haben. Sie werden eine Stadt erleben, die zugleich dynamisch und auch gemütlich ist. Sie werden Unternehmen hier in der Region wahrnehmen, die Marktführer ihrer Branchen und Märkte sind und oft auch weltweit wirklich einen hervorragenden Ruf genießen. Sie werden Menschen treffen, die ein ausgeprägtes Heimatgefühl für ihre Region besitzen und die doch gleichzeitig weltoffen und weit gereist sind. Sie, liebe Studierende, haben sich entschieden, hier in Weingarten den ersten Schritt zu machen, der Sie in Ihren Beruf führen wird. Und dazu gratuliere ich Ihnen ganz besonders herzlich. Und eines möchte ich Sie aber heute auch schon bitten. Sie müssen Weingarten auch erleben wollen. Die Angebote annehmen, die Ihnen hier gemacht werden. Lassen Sie sich auf die Stadt ein, machen Sie mit. Hier an der Hochschule, in der Stadt, in den zahlreichen Vereinen und Organisationen. Wir sind dankbar um jeden jungen Menschen, der sich hier im Weingarten einbringen möchte. Das zeigen unter anderem auch unsere drei jungen studentischen Gemeinderäte, die seit vergangenem Jahr unsere Stadtpolitik ganz aktiv mitgestalten. Liebe Studierende, Sie tun uns und unserer Stadt gut und Weingarten wird Ihnen gut tun. Und die Tür unserer Verwaltung steht Ihnen natürlich jederzeit offen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen von Herzen ein erfolgreiches Semester und einen guten Studienstart.
Hinter uns seht ihr unser International Office und wenn ihr mal Sehnsucht habt, etwas anderes zu sehen und zu erleben als unsere Pädagogische Hochschule Weingarten, dann seid ihr hier genau richtig. Herzlich willkommen. Als Leiter des International Office möchte ich Sie einladen, sich von meinen Kolleginnen und mir beraten zu lassen. Wir unterstützen Sie gern dabei, Ihr Auslandssemester oder Ihr Auslandspraktikum erfolgreich zu gestalten. Wir finden für alle eine Möglichkeit, das passende Programm und die passende Partnerhochschule für Sie und Ihren Studiengang, sowohl in Europa als auch in Übersee. Jeder Auslandsaufenthalt ist sehr individuell, je nach Ihren persönlichen Interessen und Ihrem Studienschwerpunkt. Darum kommen Sie zu einer unserer offenen Sprechstunden, damit wir gemeinsam mit Ihnen herausfinden können, was die optimalen Möglichkeiten und optimalen Förderungen für Sie sein könnten. Hinter uns befindet sich unsere Mensa. Hier gibt es leckeres Essen zu günstigen Preisen. Die Evangelisch-Katholische Hochschulgemeinde, kurz EKHG, ist der perfekte Ort für euch, um tief durchzuatmen. Ich arbeite hier als Mentor. Hergefunden habe ich durch unsere studentische Kneipe die Hoki. Lasst uns zusammen mal reinschauen. Grüß Gott und herzlich willkommen hier in der EKHG, in der Hochschulgemeinde. Ihr findet uns auf dem Weg zur Mensa, rechts gleich nach dem Zebrastreifen. Hier gibt es ein offenes Haus für Studierende. Ihr seid herzlich eingeladen, es zu entdecken. Wir haben Aufenthaltsräume, in denen ihr euch aufhalten könnt, Kaffee trinken, Billard und Kicker spielen, euch treffen oder aber auch Platz fürs Lernen. Im Büro findet ihr Unterstützung für alles, was ihr während des Studiums braucht. Kopieren, laminieren, ausdrucken und unsere FSJler haben viele Informationen für euch, die ihr gerne abrufen könnt, wenn ihr vorbeikommt. Es gibt auch die Hoki, in normalen Zeiten ist das ein wunderbarer Ort, sich zu treffen. Und wir haben die ganze Woche von Montag bis Freitag für euch geöffnet. Das Team, Jiri Knoll, der evangelische Hochschulpfarrer und ich, die FSJler und viele Studierende freuen sich auf euch. Hier treffen wir Studierende der verfassten Studierendenschaft, auch genannt VS. Falls ihr Probleme oder Anliegen habt, seid ihr hier genau richtig. Hi, ich bin Caro. Hi, ich bin Valentin. Wir begrüßen euch stellvertretend für die verfasste Studierendenschaft zu eurem ersten Semester hier an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten. Ihr fragt euch jetzt sicher, wer wir überhaupt sind. Jeder Studierende, der in der PH eingeschrieben ist, ist Mitglied der VS. Es gibt jedoch eine kleine Gruppe von aktiven Mitgliedern, die sich für euch einsetzen. Wir sind das Bindeglied zwischen euch Studierenden und den Studenten an der PH. Aber was machen wir überhaupt? Wir sind nicht nur das Bindeglied, sondern wir organisieren auch ziemlich viele Hochschulveranstaltungen hier in Weingarten. Einerseits in der Orientierungswoche werdet ihr uns oft finden, aber auch unter dem Semester beim Pubquiz oder beim Montagskino, das einmal die Woche stattfindet. Wo findet ihr uns? Unser Büro ist neben dem Alibi und unsere Öffnungszeiten findet ihr auf unserer Homepage. Wir wünschen euch jetzt einen guten Semesterstart und freuen uns auf euch. Wir hoffen, wir konnten euch einen ersten guten Eindruck geben. Wir freuen uns sehr, euch bald auf unserem Campus zu sehen. Wir wünschen euch einen fabelhaften Start ins Studium. Macht's gut und bis bald!